So, hallo, wir machen weiter. Bei Kirby und das vergessene Land. Wir sind in Welt 4 im dritten Level angekommen. Frostböenmeer. Schauen wir uns das an. 5 Waddle Dees, okay, großes Level. Gucken wir mal, was uns erwartet. Ich bin sehr, sehr gespannt. Oh, ich habe noch den Maulwurf ausgerüstet. Das ändern wir gleich mal. Denn mir scheint gerade bei diesen Böen ist das hier dann doch sehr sinnvoll. Hui. Okay. Kann ich da unten durch? Nein, es ist kein Eingang. Okay. Sah so aus, wie wenn man da rein könnte. Okay, da wird scharf geschossen. Aua! Da gibt's Essen. Da gibt's Kisten und einen Weg. Oh, okay, wir rollen eine Runde. Bäm. Und das führt uns direkt hier hin. Och, und guck mal, wir kriegen hier sogar wieder den Igel. Wenn wir noch nicht hätten. Also der ist schon hier relevant. Okay, aber wir haben den Igel schon ausgerüstet. Passt also. Hier geht's nur zurück, ne? Okay, da müssen wir nicht. Ah, das hätte ich nicht gesehen. Das hätte ich nicht gesehen, wenn ich die Leiter nicht runter wäre. Oh mein Gott. Secret Mission. Finde eine windgeschützte Höhle. Ja, haben wir gemacht. Sehr gut. Also ich muss schon sagen, die sind schon nicht schlecht versteckt, die ganzen Sachen, ne? Also, manche Sachen sind sehr leicht versteckt, aber manches auch nicht. Finde ich gut. Haben sie sich schon was bei gedacht? Kann man hier noch rüber? Nein, okay. Gut, dann sind wir jetzt wahrscheinlich vor dem Wind sicher und gehen weiter. Ja, hier ist kein Wind mehr. Oh, dafür ist hier ein Boot. Da gibt es hier wahrscheinlich gleich einen Ring, mit dem wir fahren können, eine Runde. Ja, da ist der Ring auch schon. Ja, okay, das ist alles Boot. Hoppala. Ja, okay. Dann holen wir uns mal den Ring. Oh boy. Aua. Halt, alles mitnehmen. Kann ja sein, dass es eine Mission ist. Da oben ist ein Winddingsrad. Ah, Mahlzeit auf hoher See ist auch eine Mission. Okay, okay, okay. Tschüss. Tschüss. Jawohl, hier wird erstmal gepustet. Und das fährt dieses Ding runter. Ah, und ich sehe da unten, was. Wie komme ich an dich ran? Ach, so einfach von hier. Easy. Nummer 2. Sehr gut. Dann haben wir hier auch das dritte Essen. Jawohl. Und eine Mission erfüllt.
Fehlt nur noch eine Mission, ne? Ja. Eine unbekannte Mission und drei Waddle Dees, also viele Möglichkeiten, die richtigen Sachen zu finden. Aha. Okay, aber hier muss ich den Ring wieder ausspucken. Tschüss, Ring. So, hier ist jetzt ein Stern. Die Frage ist, ist noch irgendwo irgendwas versteckt? Da ist noch was. Das hätte ich doch schon wieder fast nicht gesehen. Oh, scheiße. Wieso kommen die Feuerdinger nicht wieder? Ich geh nochmal weiter weg. Weil dahinter ist auf jeden Fall ein Waddle Dee, das hört man. Sind die Feuerdinger wieder da? Ah, shit. Ah, nee. Das ist doch dumm. Das ist doch dumm. Normalerweise kommen doch die Dinger wieder, wenn man sie braucht. Kann ich da mit dem Ding irgendwie reinkommen? Ah, schade. Keine Chance. Ah. Ich kann das Gebiet auch nicht verlassen, ne? Ich kann die nicht neu reinladen. Das ist so dämlich. Nee, das ist so dämlich gemacht. Also das ist... Dass Nintendo das nicht hinbekommen hat, ist echt traurig. Ich kann mich jetzt also entweder umbringen und dabei 100 Münzen verlieren. Oder ich spiele es nachher nochmal. Alter, das ist so dumm. Ja, die sind weg. Aber normalerweise kommen die wieder, wenn man sie braucht. Warum hier nicht? Na komm, ich geh mich umbringen. Wie lange muss ich denn da reinfallen? Na bitte. Ja, schade um die 100 Münzen. Machst du nix. Okay, hier ist die Dings. Zählt jetzt als eingesammelt, der Kollege? Ja, okay, der zählt als eingesammelt. Die Mission allerdings hat noch nicht als erledigt gezählt. Auch interessant. Okay. Ja, wie auch immer. Es ist sowas Dummes. Es ist halt wirklich einfach nur der Waddle Dee dahinter. Mehr ist es nicht gewesen. Und das wollte mir das Spiel nicht gönnen. Es ist doch echt bescheuert.
Ah, dadurch. Okay, man hätte es sehen können, dadurch ist die Münze aufgetaucht, aber. Nee, also. Nee. Einfach nur nee. Einfach nur nee. Okay, hier ist wieder windig. Da sehe ich was. Aha, Nummer 4. Da ist auch was zum Auffrieren. Ah, das ist so ein Ding. Aha. Oh, eine Rolle. Okay, Feuer kriegt auch eine dritte Fähigkeit. Eine dritte Variante. Crazy. Kriegen dann wirklich alle eine, oder eine spezielle Fähigkeit, eine dritte Fähigkeit? Variante. Ihr wisst, was ich meine. Halt, halt, stopp, stopp, ich hab's gesehen. Zurück. Ich hoffe, ich komme noch zurück. Nee, komm. Nicht euer Ernst. Das ist so bescheuert. Man schafft's nicht. Komm schon. Du musst nur da drauf landen. Ach, Kirby, du musst nur da drauf landen. Du schaffst das. Ich glaube an dich, auch wenn es nicht so gedacht ist. Weil deine Entwickler einfach dumm sind. Ja, scheiße. Ey, ist das dumm! Vor allem jetzt habe ich die Feuerfähigkeit nicht mehr. Wo kriege ich denn die jetzt wieder? War da oben einer mit Feuerfähigkeit schon, ne? Bei der Lampe war doch ein Feuertyp selber. Ja, ja, hier kommt gleich die Lampe. Alles gut, wir kriegen die Feuerfähigkeit gleich wieder. Ich dachte, hier war einer mit Feuerfähigkeit. Spawnt es die Gegner nicht mehr, die man bis dahin schon... Okay, keine Feuerfähigkeit bisher. War da unten noch mal eine? Ich hoffe. Ja, okay, da ist noch mal eine. So, und jetzt nicht darüber springen, sondern hier rüber. Aber das ist so bescheuert, dass man nur einmal die Möglichkeit hat. Okay, das war dafür. Ich hoffe, das bringt auch was. Okay, darunter hätte ich auch ohne das gekonnt. Ja, okay, geheimer Raum.
Hätte ich vielleicht auch so gefunden. Aber trotzdem ist es so dumm gemacht. Ich komme nicht drauf klar, wie dumm das gemacht ist. Nein, du Trottel musst um. Ist es mein Ernst? Nicht rausspucken. So. Jetzt ausspucken. Vollidiot. Ah. So, da ist Nummer 5. Missionen haben wir auch alle. Das Level an sich war cool. Aber die Art und Weise, wie sie das hier gemacht haben, super dumm. Also, es tut mir leid, aber das... Das war ja so dämlich gemacht. Also das war ja wirklich sowas von blöd gemacht. Da habe ich keine Worte für. So, ich gucke jetzt nochmal kurz hier runter. Aber da ist nichts mehr, ne? Nein, okay. Nachdem wir jetzt so viele versteckte Rollen, Scrolls gefunden haben, bin ich ein bisschen skeptisch, was sowas angeht. Aber hey, passt schon. Ey, aber so dumm! Zweimal wegen Feuer. Zweimal wegen Feuer. Wobei einmal wegen dem Wind. Einmal, weil die Dinger nicht gespawnt sind und einmal, weil ich mich am Wind nicht zurück konnte. Ey, meine Güte. So, Abflug. Ah, nee, sowas regt mich echt auf. Ja, die Brücke ist noch ein Level, das dachte ich mir schon. Kriegt man noch einen Bonusstern? Sonst machen wir in dem Part noch die Brücke, denke ich. Nein, okay, kommt noch ein Bonusstern. Dann machen wir das. Oh, es kommen sogar zwei, dann machen wir das. Sehr schön. Tornado-Schatz, let's go. Triple Strike. Achtung, Eis. Ah, okay, das ist cool. Ja, genau. Sowas meinte ich damals, als ich gesagt habe, so, solche Missionen wären ganz cool. Ja, super gemacht. Aber genau sowas meinte ich damals, als ich gemeint habe, so, hey, irgendwas, wo man gegen Bande spielen muss oder so, mit dem Tornado wäre super cool. Und wir kriegen jetzt sowas. Sehr schön. Leider zu kurz, weil eine halbe Minute für die normale Zeit ist relativ wenig. Aber hey. Nein, Mann, ich nimm den doch mit, du Trottel. Okay, wir starten gleich nochmal. Ich will das gleich richtig machen. Sehr schön. Jawollo! Scheiße. Was ist falsch mit dir? Ach, Kirby. Mann. Gut.
Jetzt passt die Geschichte. Sehr schön. Nein, ich wusste nicht, dass die wieder runtergehen. Ah, Müll. Nein, den erwische ich jetzt nicht mehr. Ach, nö. Wusste nicht, dass die wieder runtergehen. Das ist... Ah, okay, jetzt weiß ich es aber. Nein, ich bin so schlecht. Jetzt, ja, das ist dann das Finale. Okay, alles klar. Dumm. Die Mitte. Ich krieg zu viel. Und dann bleibt er mal so komisch hängen mit dem blöden Tornado. Ich verstehe das immer nicht. Das ist doch... Er ist doch in der Luft. Trotzdem bist du, als wäre da plötzlich eine Wand. Check sowas nicht. Oh mein Gott. Ich hätte es einfach schaffen können, wenn ich den Quatsch nicht gemacht hätte vorhin. Okay, nochmal. Sehr schön. Yes, easy. Nice. Das war schön. So. Auch wenn die Störung vom Tornado ein bisschen komisch ist, aber hey. Hauptsache geschafft. So, einen Stern haben wir noch. Ah, ich habe nicht geguckt, was das ist. Oh! Oh, okay. Gegner töten. Und wahrscheinlich schön die Zeit... Genau. Schön die... Ja, die Zeitlupe nutzen. Genau, klar. Oh, ich muss das vielleicht erst auslösen und dann machen, oder wie? Hä? Ach so, ich bin... Ja, ich bin doof. Okay, alles gut. Ah, die Hauptzeit geht auch damit aus. Ich verstehe und ich muss jetzt sozusagen das halten. Ja, okay, ergibt alles Sinn. Das ist schon witzig. Yay! Und was war die Zielzeit? Okay, passt. Gut. Warum das 3 Sterne sind, weiß ich nicht, weil das war jetzt nicht schwierig. Okay. Aber es war wirklich nicht schwierig. Nice. So. Okay. Ja, ja, ist ja gut. Machen wir ja. Machen wir ja. Holen wir uns noch das neue Feuer. Drachenfeuer hieß es, ne? Werden wir zum Salamander. Finde ich gut. Du brauchst mir nicht sagen, dass ich... Oh, oh! Wir können angeln. Okay, das können wir auch noch schnell machen. Dann haben wir noch was fürs Ende vom Part. Perfekt. Perfekt.
Blinkfischen. Okay, mal gucken, wie gut Angeln ist in Kirby. Angeln ist ja meistens so ein Minigame, was, naja, ne? Meh ist. Aber vielleicht ist es ja ganz witzig. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ach ja, erstmal ist die Schlafmütze aufgetaucht. Auch wenn ich nicht ganz weiß, was ich damit soll, aber hey. Die Drachenfeuer-Blaupause, jawohl, gib her. Also, dann gibt es für Bomben und für den Bumerang mit Sicherheit auch eine Nummer 3. Ich weiß nicht, ob es für alle eine Nummer 3 gibt, aber für die dann auf jeden Fall, bin ich mir ziemlich sicher. Yo, guckt euch die Kraft an. Oh, guck mal, hier brauchen wir jetzt nur 800. Okay, das ist also immer so ein bisschen unterschiedlich auch. Bruder, wie das aussieht. Nice. Yo! Bruder! Das sieht ja so geil aus. Es ist so sick. Geilomatico. Okay. Feier ich das Drachenfeuer. So, jetzt können wir angeln gehen. Wer will denn hier angeln? Flinkfischen. Beißt einen Fisch an, werden Knöpfe eingeblendet. Drücke rasch den richtigen. Lass keinen Fisch entwischen. Okay. Also Quicktime-Events praktisch. Okay. Ja, Quicktime-Events. Okay. Plus eins wieder, okay. Oh, der war schon größer. Bisschen. Okay, plus 5. Ich frage mich, ob man irgendwann auch eine Rolle oder sowas aus dem Fisch zieht. Aus dem Fisch. Aus dem See. Ich angel mal weiter. Aber bisher sind es immer... Oh! Scheiße, da war ich zu langsam. Ich habe nicht... Ich wollte gerade sagen, bisher sind es immer nur 4 und dann kam noch ein 5. dazu. Mist. Ah, jetzt kam der 5. nicht mehr. Scheiße. Okay, muss ich nochmal angeln, bis das 5. kommt. Nein, jetzt kommt das 5. nicht mehr. Mist. Ah Mann, das war irgendwas Specialiges. Jetzt kommt es nicht mehr.
Mist! Komm, komm, specialiges Ding, komm wieder. Mann! Wieso kommt es jetzt nicht mehr? Ist es Zufall, wann das kommt? Jetzt kommen immer nur die Vierer. Jetzt kommen immer nur noch die Vierer. Das kann doch nicht wahr sein. Muss ich dafür nochmal die Stadt vielleicht neu betreten? Ah, das sind meine Rekorde, ja. Okay. Nein, ich will nichts ablegen. Vielleicht, wenn ich jetzt nochmal loslege. Hä? Hab ich's versaut? Ich hab doch die richtige Taste gedrückt. Ah, da war der Fünfer wieder. Aber da war der Fünfer wieder. Also ich kann es, wenn ich es beende, kann ich ihn dann wahrscheinlich nochmal neu starten, oder was? Ne, jetzt hat es schon wieder angenommen. Ist es dann Zufall, wann das kommt? Ach... Nein, ich habe mich verdrückt. Dann ist es vielleicht vorhin auch passiert, dass ich mich verdrückt habe, obwohl es der Fünfer war. Scheiße. Das kann passieren. Weil da war es die gleiche Animation. Ne, jetzt hat er schon angenommen. Ach, das ist doch dumm. Gib mir meinen Fünfer wieder. Ne, hat er auch schon wieder genommen. Dann ist es immer, dann ist es wirklich Zufall wahrscheinlich. Aber ich erhöhe trotzdem das Gefühl, indem ich kurz ein bisschen woanders rumlaufe. So. Nee, schon wieder angenommen. Nein. Ich will nicht diese kleinen Fische fangen, ich will das große Ding fangen, was immer es ist. Nein, er hat schon wieder angenommen. Mann, nicht nach dem vierten Mal annehmen. Wie habe ich das denn vorhin gemacht, dass das wieder kam? Ich habe an die Tafel geguckt, vielleicht muss ich an die Tafel gucken.
Alter, das Drachenfeuer ist zu krass. Soll ich jetzt echt so lange weitermachen, bis es wieder passiert? Doch bescheuert. Nein, ich habe mich verdrückt. Ich hasse es. Ach, komm schon. Aber immer wenn's Bling macht nach dem vierten, dann ist er fertig. So, dann kommt nichts mehr. Ach, das ist doch scheiße. Komm, wir gehen nochmal ganz raus und gehen nochmal ganz rein. Ah, aber es ist trotzdem scheiße. Es war wahrscheinlich wirklich Zufall, dass das vorhin genau dann passiert ist, als ich kurz aufgehört habe. Ich springe im Dreieck, echt. Kann nicht wahr sein. Auch wieder angenommen. Es wird nicht besser. Ich hab's zwar... Da war's wieder. Aber ich hab die richtige gedrückt und dann nochmal die falsche wahrscheinlich. Also muss ich da... Boah. Also muss ich da... Ich muss irgendwie mir merken, wie ich das erkennen kann. Ich habe jetzt vor Aufregung zweimal X gedrückt und das war dann scheinbar falsch.
Scheiße, Mann. Heißt das, es kommt noch ein Sechster nach dem Fünften? Weil ja dann der X zweimal falsch war. Nee, das, das ist jetzt gerade sowas von Zeitverschwendung. Eigentlich nicht Zeitverschwendung, weil irgendwann kommt ja wahrscheinlich der Fünfer wieder, aber ich schlafe gleich genauso ein wie Kirby. Oh! Nein! Oh mein Gott, okay. Okay. Das heißt, es geht dann immer noch ein bisschen weiter, ich verstehe. Aber man sieht es daran, dass die Punkte bleiben. Man sieht es daran, dass die Punkte bleiben nach dem Vierten. Da muss ich mich einfach böse konzentrieren, wenn das soweit ist. Und das passiert halt komplett zufällig. Also ich kann jetzt 10 Minuten lang wahrscheinlich spielen, ohne dass es kommt. Und irgendwann passiert es halt. Keine Ahnung, was die Wahrscheinlichkeit ist. 5%, 10%, ich weiß es nicht. Nix. Oh, jedes Mal, wenn es nicht passiert, ist es echt nervig. Nein, ich bin zu langsam. Ah. Aber da war es mal wieder soweit. Leider habe ich es immer noch nicht hingekriegt. Leider habe ich es immer noch nicht hinbekommen. Ich meine, wir kriegen für jeden Fisch 10 Münzen. Was beschwere ich mich? Wie oft wir da wieder Game Over gehen können. Uiuiui. Wieder nix. Wieder eine Niete. Oder eher der Trostpreis. Niete ist das falsche Wort, weil es gibt ja 10 Münzen.
ist der Trostpreis. Wie dachte sich Nintendo, hey, das macht bestimmt Spaß, so lange zu spielen, bis die große Variante wiederkommt, die komplett zufällig ist. Oh ja, das macht richtig Spaß. Ach, komm schon. Mann! Es geht. Oh, die Reaktionszeit muss so enorm schnell sein. Jetzt dauert es wieder 3 Jahre, bis es wieder kommt. Scheiße. Bis dahin sind wir bei 9000 Münzen oder so. Wo? Wo? Boah, das ist so kurz! Das ist so kurz! Der Moment zum Drücken ist so kurz! Unfassbar. Ich schaff's noch nicht. Ich bin noch nicht schnell genug. Ich bin einfach noch nicht schnell genug. Also ich habe jetzt nicht mal die Taste gedrückt, die es angezeigt hat. Ne? Das ist einfach erst direkt rausgezogen worden. Es geht so schnell. Das ist echt krass. Was juckt mich denn der neue Rekord? Es ist eh nur Zufall. Ah, falsche Taste. Na, euch, oh, jetzt bin ich komplett durch. Ja, jetzt krieg ich erstmal einen Dreier. Weil ich zweimal Kacke gebaut habe, ist in Ordnung. Spiel ist in Ordnung. Ich glaube, ich wäre einfach nach wie vor... Also ich bin, glaube ich, einfach noch nicht schnell genug. Den siebten habe ich noch nie erwischt jetzt. Ich weiß nicht, was nach dem siebten kommt. Okay. Yes. Yes. Yes! Was ist das denn? Ein riesiger Goldfisch oder was? 500 Münzen und eine Kapsel. Wahrscheinlich eine spezielle Kapsel. Die Fischkapsel. Oder die Angel... Ja, Angel-Kirby-Kapsel. Okay. Okay. Jetzt, denke ich aber, haben wir alles beim Angeln gesehen. Jetzt haben wir hoffentlich alles beim Angeln gesehen. Oh mein Gott. Das hat länger gedauert, als es sollte. Ah, aber die Reaktionszeit ist echt, echt knapp. Also spielt es mal selber, die Reaktionszeit ist echt knapp. Gut. Dann nächstes Mal. Brücke. Und vermutlich typischerweise Boss-Level. Wir werden sehen.
Danke fürs Zuschauen. Aber wir sind gerade mal, das ist auch was, wir sind gerade mal bei 34%. Das sehe ich jetzt erst. Wir sind bei 34%. Und die Welt geht hier schon nicht mehr weiter. Kommt dann hier irgendwas dazu? Geht dann hier noch was Neues auf? Was passiert dann? Weil, wie gesagt, der Weg ist hier zu Ende erstmal. Ich bin wirklich gespannt, wohin das noch führt. Ja, ich bin wirklich gespannt, wohin das noch führt. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Ihr hoffentlich auch. Na, ihr wisst es wahrscheinlich eher, aber ist egal. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.